Abend, Luca, meine Damen und Herren. Sandra ist mittlerweile so faul geworden, dass sie nicht mehr zu mir kommt für Videoaufnahmen, sondern wir jetzt bei ihr aufnehmen. Ja, das ist wohl wahr. Wollt ihr wissen, man will die versuchen, nicht zu machen? Top! Die Wette gilt! Was, Facebook? Geh auf interpol.com. Klick Katas Profil und da muss man durch die Popcorn und pump den Song von Porn. Ein Knast in der Zelle oder lebenslänglich? Was, Facebook? Moin, kann ich zum Besuch auch ein Big Mac-Menü mitnehmen? Ich versuche nicht zu lachen. Amen. Sprechen Sie auch Deutsch? Ja, wir sprechen auch Deutsch. Witzig, wo kommen Sie denn oder ihr, wo kommt ihr denn her? Haben die bei Ihnen die Handtücher gewechselt heute? Das haben die bei uns vergessen. Aus Remscheid? Ja, wir sind aus Köln, ne? Und das Frühstück? War da für euch was dabei? Ich fand, das war jetzt nicht so besonders, ne? Ne, 5 Sterne? Ja, bisschen wenig Käse. Ist Ihr Zimmer auch so... Digga, was hast du für ein Opfer? Stell mal vor, ich bin im Knast, würdest du mich besuchen kommen? Nein. Was? Wenn du im Knast bist, dann würdest du mich wahrscheinlich nur mit reinziehen. Ja, ich auch. Aber lass mal jetzt wirklich versuchen, nicht zu lachen. Okay. Die Wette gilt. Bruder, meine Eltern haben dieses Parfüm aus der Türkei geholt, ne? Ich weiß nicht, wie das riecht. Aber stell dir vor, du willst das so auftragen, ne? Und du riechst einfach nach... Was soll ich sagen, Bruder? Bist du schon mal fremdgegangen? Ich war 2 Jahre in Beziehung, aber ich bin nicht fremdgegangen. Aber nach diesem Schluss, ich bin fremdgegangen. Wenn du eine Kopfschmerztablette reinhaut, dann nimmst du euch auch nicht den Backpalzer. Wie nennt man das nochmal? Den Zelt, ja, sag schnell. Wenn ich zu Hause sitze und einen Boxershorts. Ich mag Frauen, die geschminkt. Genauso geil aussehen wie geschminkt. Okay. 13 Tage für dich, bitte. Guten Abend, Polizei. Stehen bleiben, Hände hoch. Hände hoch, Waffen runter. Gucken Sie mich nicht so an. Ist schon krass unterwegs gerade, ne? Männer gleich männlich. Damen gleich dämlich. Fragezeichen. Ja, was ist deine Aussage dazu? Facts. Leute, hier wohnt einfach Dieter Bohlen. Hey, Dieter! Warum lachst du denn nicht? Ich bin Game durchgespielt. Bubble. Bin ich dieser eine? Jeffrey Dahmer. Ey, sowas kommt auf meiner For You-Page, sowas finde ich lustig. Was ist ein No-Go bei Frauen? Ein No-Go, ich würde mal sagen, so ein Nasenpiercing. Okay, warum? Weil, keine Ahnung, ist sie eine scheiß Kuh oder was? Und du ein scheiß BWL, Justus, Alter. Oh nein, sie zerkratzen mein Auto. Warte, ich habe ja gar kein Auto. Und wie komme ich zur Arbeit? Oh, ich bin arbeitslos. Okay, falscher Alarm. Ich sehe so im Fensterscheibe ist so ein Zettel dran. Steht auf einmal Name Chiara Müller, Alter, mit so einer Telefonnummer. Ich dachte mir so, Alter, stabil. Chaya geklärt, ohne dass ich was gemacht habe, die hat ihre Nummer aufgeschrieben, wa? Ich gehe so zu meinem Auto, diese Entschuldigung für den Schaden. Die hat einfach meine Stoßstange angefahren, Mann! Ey, diese Mäuse sind die besten TikToks, finde ich. So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe heute wieder meine Sachen mitgebracht. Genau, ich bin jetzt hier in meinem Übungsraum. Da hast du mich schon drauf markiert. Warst du für auch so? Ich habe nie Videos von mir selber gedreht. Hast du damals schon so Videos? Klar. Echt? Ja. Ich nicht. Ich so mein Lego vorgestellt habe und so. Das ist nur bei uns in der Stadt, Leute. Guck mal, hier ist ein 30er-Schild. Und wenn man auf die andere Seite geht, dann hört die 30er-Zone auf. Das heißt, das ist nur dieses kleine Stück hier. Ja, es ist also nur hier. Wahrscheinlich nicht. Nee,
schau mal, dass ihr könnt halten. Die Folge geht noch 15 Minuten. Ach, du Scheiße. Er ist eine 9 von 10, aber er hat keinen Führerschein. 9 von 10. In dein Sammel passt diese ganze PS4 rein. Sapper. Hey, manche Leute haben noch Angst vor Gott. Hallo, Testing, Testing. Hallo, Tantolo, Tantolo. Hallo, Tantolo, Tantolo, Testing. Gesamtvermögen wird auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Stimmt das? Wie wurden das erschätzt? Das ist ja lustig. Ja, das ist ja auch größer als das. Wie investierst du denn dein Geld? Ja, Digga, weird flex. Dings. Wer soll, hier Dings, wer soll noch, hier, wer kommt noch, also, wen wollen wir noch, ich will, Digga, wen wollen wir noch fragen? Jetzt habe ich ein paar kranke Jokes rausgesucht. Okay. Drei Stück von so einem viral gehenden Witze-TikToker. Okay. Kennt ihr eigentlich das Sprichwort, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen? Mal angenommen, ein Bäckermeister macht einen Fallschirmsprung, bleibt er dann oben? Und wenn es ein Tandemsprung war, bleiben dann beide oben? Und wenn ja, wie kriegen wir die dann wieder runter? Halt dein Maul. Bist du bereit für Witz Nummer 2? Nein. Kennt ihr das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm? Ja, was mache ich dann mit dem Wurm? Berechtigte Frage von dem Kegler 56. Kennt ihr eigentlich das Sprichwort, Geld stinkt nicht? Stimmt. Aber um sicher zu gehen, dass es nicht schlecht wird und doch zum Stinken anfängt, am besten immer sofort ausgeben. Richtig. Weißt du, wie der Blick aussieht? Wie? Wie da, wo wir Profilbilder gemacht haben. Lust, für, also wäre, Leute auszu... Siehst du ähnlich, oder? Guck mal, die Sonne. Der ist Sonne oder Mond? Sonne, ne? Das Rote? Sonne, ne? Sonne? Ja. Was willst du sagen? Sonne. Ja, ist richtig. Sehr gut. Das war heute auch auf meiner For You-Page. Letztes Video, Sandra. Die Traubenzucker sind so lecker, ignoriert mein Furz. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, würden wir heute nicht lachen, heutige Nicht-Lachen-Challenge auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich kann ich bei dir kacken gehen? Du spinnst auf gar keinen Fall. Du gehst nicht. Ja, okay, dann kacke ich bei meinem Orthopäden einfach. Ja, besser ist das. Sonst kacke ich dir ins Maul.